liebe Fahrgäste, schönen guten Morgen. Hey, das klappt ja, als hätten wir es geübt. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Infozug der Mansfelder Bergwerksbahn. Ich werde Ihnen an verschiedenen ausgewählten Standorten an der Strecke Wissenswertes zu dieser Eisenbahn erzählen. Dazu müssen wir immer aussteigen. Der erste Halt ist nach 7 Minuten. Dann wünsche ich uns eine gute Reise. Wir haben jetzt ein Problem. Wir wollen nämlich die Kreuzung der Wipperliese mit diesem Zug hier auf der Brücke filmen. Da bleiben Sie bitte mal zurück und wir schieben jetzt den Zug zurück. Die Brücke, die Sie hier sehen, ist die Brücke Nummer 22. Quintessenz ist, dass man hier über zwei Eisenbahnstrecken, nämlich die Kanonenbahn, die nach Berlin geht, und über die Wipperliese, also drei Gleise, überspannt hat. Die Kanonenbahn ist die eine Strecke, die war mal zweigleisig. Von hier aus sind es noch 178,6 Kilometer bis Berlin. Diese Kanonenbahn hat eine besondere Geschichte. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg hat man nämlich gesagt, wir müssen in Zukunft nicht beritten zu Pferde, sondern mit der Eisenbahn da einrücken. Diese Eisenbahn geht bis nach Metz in Frankreich. Und hier daneben zweigt dann ab die Wipperliese aus dem Wippertal. Eine 19,7 Kilometer lange Strecke. Das ist eine sehr junge Eisenbahn. Die ist nämlich in diesem Jahr 100 Jahre alt. Wir lassen also unseren Zug langsam fahren, während die Wipperliese hier ungefähr um 10.30 Uhr unten durchfährt. Das sind 6 Minuten. Ich rufe jetzt in 2 Minuten mal die Wipperliese an. Ja? Da sind die hier unten in der Randsiedlung, ob die pünktlich sind. Ich gehe rüber. Ja? Oh Gott, oh Gott. Okay. Die haben Verspätung. Die waren eben erst in Vaterode am Teich. Da kommt noch Mansfeld. Da stehen die ganzen Leute hier rum. Wir haben 3-4 Minuten Verspätung. Du stehst. Ich bleibe jetzt hier. Und hier fahre ich auch ab. Jawohl. Wo bist du denn jetzt? Warum langsamer? Fahrt. 60 kann man da drüber fahren. Jetzt hat er parallel zur Strecke, ja? So, fahr los, ganz langsam losfahren. Langsam, fahr los. Ja, nee, fahr. Schneller, der soll schneller fahren, schneller. Das war's. Hat geklappt.